Hallo liebe Leute, willkommen bei der ersten richtigen Lektion beim Online-Coaching für Mountainbiker und E-Mountainbiker. Und zwar in dieser Lektion geht es um die zentrale Position. Und das ist ein Wort, das wurde schon häufig genutzt. Und ich werde jetzt am Anfang kurz beschreiben, was damit gemeint ist. Dann mehr auf die einzelnen Punkte eingehen und dann genau zeigen, mit welchen Übungen ihr das zu Hause üben könnt und überprüfen könnt, ob bei dem Thema alles schon paletti ist oder ob es wie bei vielen noch kleine Baustellen gibt, die man noch optimieren kann, um nachher in den höheren Levels einfach besser zu sein und im Gelände besser zu sein. Ganz grob gesagt, es ist so, dieser normale Modus, den man immer hat, wenn man einfach irgendwo sich hinstellt und fährt, das ist die sogenannte zentrale Position. Und im Grunde ist es auch keine fixe Position, sondern so ein Bereich, in dem man sich bewegt, von ganz entspannt und dann angepasst ein bisschen die Position absenken. Das ist nicht total fix, sondern es ist immer in Bewegung, je nach Gelände. Aber man sollte die entspannteste Position, die es dabei gibt, auf jeden Fall mal bewusst kennenlernen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Man sagt auch, man soll ausbalanciert im Rad stehen, also zentral über dem Tretlager. Das ist jetzt mal so ganz grob formuliert, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und ausbalanciert bedeutet mit 50% des Körpergewichts jeweils auf den beiden Füßen. Und das ist halt super wichtig, weil kleine Disbalancen, wenn der eine Fuß schon mehr belastet als der andere, das ist häufig zum Beispiel der hintere Fuß, dann kriegt man Rücklage und verliert Traktion und wird zum Passagier. Deswegen so wichtig, beide Füße gleichmäßig belasten. Und dann ist es so, dass man den Lenker locker entspannt in den Händen hält und entweder komplett lastenfrei ist oder möglichst wenig Druck oder Zug in den Händen spürt. Um gut über Hindernisse oder durch Löcher zu fahren und nachher im verblockten Gelände guten Grip am Fuß zu haben, ist es wichtig, dass man am vorderen Fuß, also man hat ja die Kurbeln parallel waagerecht und das eine Pedal ist vorne, an dem Fuß die Ferse hängt. Also nicht aktiv runterdrücken mit viel Körperkraft, viel Muskeln, sondern die Ferse hängen lassen. Und so kann man noch besser über Hindernisse rollen, ohne dass man nach vorne geschoben wird. Der Körper hat mehr Souveränität und man kann sich auch besser einspannen, wenn die hintere Ferse leicht steigt. Natürlich geht der Blick voraus und man achtet darauf, dass man eine gute Haltung hat, also Brust ein bisschen raus. Ein bisschen Entenpopo machen ist oft, gerade wenn man eine aggressivere Position wechselt, den Körperschwerpunkt etwas absenkt. So der Entenpopo kennt ihr. Das kann vor allem helfen, vor allem damit man keinen Rundrücken bekommt. Ein Finger ist bremsbereit und weil die meisten ja mit den Flatpedals fahren, nochmal ganz wichtig der Hinweis, man sieht immer wieder Leute, die zu weit hinten mit dem Fuß stehen, weil sie diese normale Bärentastenregel haben mit der Pedalachse unter den Fußballen. Oft ist es so, gerade wenn man 510-Schuhe fährt, also Flatpedal-Schuhe, dann kann man mit dem Fuß ein bisschen nach vorne rutschen, dann hat man einfach eine bessere Auflagefläche, kann die Ferse vorne besser hängen lassen. Man könnte dem Thema ein eigenes Kapitel geben, wir packen das hier rein. Es gibt auf jeden Fall gleich noch Übungen dazu und das ist die Körper-Bike-Trennung. Das heißt, wenn man jetzt so steht, dann kann das Rad sich unter einem bewegen. Zum Beispiel, wenn es einen kleinen Gegenanstieg hat oder einen Hobel, dann kann der Lenker zu einem näher kommen. Man bleibt zentral, schön locker auf den Pedalen stehen. Oder wenn es jetzt runter geht, das Vorderrad, dann geht das Vorderrad runter und man kann es runterlassen. Das Rad bewegt sich aktiv unter einem, bewegt sich häufig in eine andere Richtung als der Körper selber. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist keine fixe Einheit, Körper und Bike, sondern das wird oft voneinander getrennt. Und jetzt kommt ein Bild für euch, das packen wir gleich in eine Übung. Das ist die Kaffeepause. Und zwar, wenn man wirklich gerade ein ganz einfaches Wegestück vom Trail fährt, dann sollten die Beine wirklich gerade sein, aber die Knie nicht eingerastet. Trotzdem wirklich gerade, entspannte Beine, damit man einfach wirklich Kraft spart, weil sobald man in Hocke geht, auch eine leichte, ermüden die Muskeln in den Beinen sofort und das macht vor allen Dingen auf langen Abfahrten keinen Spaß. Und so kann man halt quasi sagen, hat man diesen Bereich, in dem man sich bewegt, von der ganz entspannten Haltung, kraftsparend, bis hin in eine tiefere Haltung und das ist immer angepasst ans Gelände. Also zum Beispiel, wenn man merkt, es wird ein bisschen ruppiger, es gibt ein paar kleine Löcher oder kleine Wurzeln, dann geht man ein bisschen tiefere Haltung, die Beine beugen sich ein klein bisschen mehr und man ist viel bereiter, was alles abzufangen, was jetzt kommt, das Rad unter sich bewegen zu lassen. Viele hocken schon viel zu sehr in der tiefen Haltung und kommen gar nicht in der aufrechte Entspannte zwischendurch. Ja, oder ungünstig wäre, wenn man zu weit hinten hängen würde oder wenn man
immer die Arme komplett gerade lässt und wirklich ein bisschen Passagier wird. Es gibt einige Gründe, warum wir Fahrtechniktrainer abraten, dauerhaft auf den Lenker abgestützt zu sein. Und ein ganz wichtiger, den möchte ich mal demonstrieren, das kann man auch sofort sehen. Wenn jetzt die Kräfte, wenn man viel Druck am Lenker hat und da sind die Kräfte am Lenker und die Vorderbremse blockiert und man fährt gegen dickes Hindernis, dann seht ihr, ich drücke jetzt von hinten gegen den Lenker, das Hinterrad kommt sofort hoch. Drücke ich aber von hinten gegen das Fahrrad, geht das Hinterrad kaum hoch durch die Hebelwirkung. Es kursiert halt oft der Tipp, fahr mit viel Druck am Lenker für mehr Druck am Vorderrad. Das kann ganz, ganz gefährlich werden, weil man wirklich leicht über den Lenker geht. Das ausbalancierte Stehen über die Beine auf beiden Füßen gleich verteilt hat auch folgenden Effekt, dass ihr auf beide Räder eine gute Traktion bekommt. Weil über das Rad werden ja die Kräfte über die Gabel und die Achsen sowohl aufs Hinterrad als auch aufs Vorderrad übertragen. Das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ich jetzt mal hier hinten die Federung einfeder, hier hinten am Sattel, da wo ich auch stehe quasi mit meinem Körpergewicht, schaut euch die Gabel an, die federt mit. Also, ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr, wenn ihr mit lastenfrei entspannten Lenker schön auf den Beinen steht, dass ihr da vorne keine Traktion habt. Natürlich könnt ihr situativ angepasst auch kurzzeitig minimal mehr Druck auf den Lenker bringen durch Körperbewegungen nach vorne und so weiter. Aber prinzipiell sonst entspannt stehen auf den Füßen, man fährt über die Beine. Jetzt eine kleine Lernlektion, eine Übung, was ihr machen könnt. Ihr könnt das im Rollen mal testen, wirklich mal Kontrast lernen, mal ein bisschen tiefer gehen, in die Beine spüren, dass die jetzt mehr angespannt sind, aber dann wieder entspannen, aufrecht stehen, vordere Ferse leicht hängen lassen. Dann kann man natürlich noch mal kurz prüfen, entweder im Rollen oder halt an einem Baumstamm oder eine Mauer angelehnt, ob die Hände schön locker sind, ob da Druck drauf ist. Ja, und wichtig ist, dass ihr das Ganze mal abfotografiert oder mit dem Handy abfilmt, um mal zu überprüfen, habt ihr vielleicht einen kleinen Rundrücken? Hängt ihr vielleicht ein bisschen zu weit vorne oder ein bisschen zu weit hinten? Hängt eure vordere Ferse, die Ferse am vorderen Fuß ein bisschen? Das sind Dinge, die könnt ihr dann nochmal prüfen, könnt aber auch eure Position in die Facebook-Gruppe posten oder ins Fahrtechnik-Forum, wenn ihr wollt, dass da auch mal andere mit viel Erfahrung mal draufschauen. Ja, und dann werdet ihr merken, oft steht man schon zu gebeugt, spürt man in eure Beine rein, dass ihr euch entspannen könnt. Ich schlage ein paar kleine Übungsreihen, die ihr zu Hause am Parkplatz machen könnt, vor beim Thema zentrale Haltung. Einmal war nochmal dieses Kontrastlernen, mal zu spüren, wie ist denn, wenn man wirklich viel zu weit vorne hängt, wenn man viel zu weit hinten hängt. Das kann man beim Rollen mal üben, man kann sich wieder zentrieren, man spürt das in der Hand, dass man da locker ist, weder Zug noch Druck am Lenker hat. Was man dann auch noch machen kann, ist natürlich, wenn man jetzt auf dem Foto oder dem Video gesehen hat, dass man dachte, man steht eigentlich schon voll entspannt aufrecht, man hockt aber immer noch so ein bisschen zu tief mit den Beinen und kommt gar nicht in die entspannte Haltung, dann kann man sich ein Bild geben und zwar sagen, zum Beispiel, ich nenne es ganz gerne Kaffeepause, weil wenn die Leute im Flur stehen, in der Mittagspause sind sie entspannt und aufrecht und hängen nicht alle da so gebeugt. Ihr könnt euch aber auch ein anderes Bild suchen, Storchenbeine oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Irgendein Bild, was euch hilft und wenn ihr dann fahrt und ihr habt jetzt gerade nicht gefilmt oder Foto gemacht, könnt ihr das immer euch sagen und wisst dann, okay, wenn man zu gehockt steht, obwohl es gerade gar nicht nötig ist, tiefer zu gehen, kann man sagen Storchenbeine oder Kaffeepause und sich wieder entspannt groß machen. Dabei ist es wieder gut, eine Übungsreihe zu machen, das Rad mal unter sich ein bisschen zu bewegen, sich selber ein bisschen mal hin und her zu bewegen. Auf dem Parkplatz rollen, das Ganze mal testen, weil dann wird man sofort merken, manche haben auch eine kleine Baustelle, dass sie die Oberschenkel zu eng geklemmt haben. Dann kann das Rad sich nicht gut unter einem bewegen und so ist es auf jeden Fall besser, wenn man genug Platz macht mit den Beinen, dass sich das Rad auch seitlich bewegen kann. Und so kann man das Ganze weiter anwenden. Nach meinen Erfahrungen ist die zentrale Position so ein Ding, wo man sagt, das muss man nicht jedem krass beibringen, weil viele haben sich da auch schon viel Richtiges angewöhnt. Die müssen das nur mal überprüfen oder vielleicht noch kleine Details verbessern. Aber es kommt nicht selten vor, dass doch gerade diese zentralen Positionen Disbalancen sind, zu weit hinten stehen, zu weit vorne, die Füße nicht gleichmäßig belastet, viel zu viel Druck am Lenker, das sind typische Beispiele. Ja, das ist natürlich die Frage, je nachdem, wie man so auch persönlich tickt. Man kann sagen, ich fahre jetzt im Wald und immer, wenn ich einen normalen Weg runterfahre, der gerade nicht sehr schwer ist,
konzentriere ich mich darauf, entspannt zu stehen. Oder ich versuche mal so bewusst ein paar Positionen, ein paar aus diesem ganzen Bereich rauszupicken, ein bisschen aggressiver, tiefer zu stehen, ein bisschen aufrechter, entspannter, mal gucken, wo ist der Mittelweg. Und dass man das sowohl über diesen inneren Fokus machen kann, dass man wirklich spürt, was mache ich gerade und wie fühlt sich jetzt gerade mein Wadenmuskel an. Und man kann auch hingehen und natürlich das Ganze dann nochmal filmen und gucken, ob man wirklich eine gute zentrale Position hat mit Körperbeintrennung, mit vorausschauendem Blick und ja, schauen, dass man dem Sattel genug Platz lässt, dem Fahrrad sich zu bewegen. Das ist gerade für Leute gut, es so zu machen, die sehr wenig bisher überhaupt im Stehen gefahren sind, nur Radfahren im Sitzen. Wer schon viel Mountainbike gefahren ist, vielleicht früher BMX und so, da kann es auch sehr gut sein, dass es alles schon sehr gut, sehr schön da ist. Und man kann das dann auch beim Trailfahren noch ein bisschen bewusster überprüfen. Sonst macht es halt so, dass ihr mal euch eine Zweiertreppe nehmt oder einen kleinen Mini-Abhang. Da werden wir in der anderen Lektion nochmal reingehen und nochmal euer Rad unter euch bewegen lassen. Wenn ihr die zentrale Position übt, senkt bitte den Sattel ab, damit ihr genug Spielraum habt, euch tief und hoch zu bewegen. Und dann ist noch wichtig, dass ihr das wirklich spielerisch macht, von ganz entspannt in eine aggressivere Haltung. Achtet bitte darauf, wenn ihr die Arme beugt, dass ihr ganz normal eure Arme haltet, dabei weder den Ellenbogenkörper an Körper ganz nah dran klemmen oder irgendwie total weit ausfahren, sondern ganz intuitiv normal euren Lenker halten. Ja, es gibt noch ein paar Links hier drunter und bitte kontrolliert eure zentrale Position, ob ihr Druck am Lenker habt, ob ihr voll ausbalanciert auf beiden Pedalen steht, sind die Kurbeln waagerecht. Also was überprüft das selber. Und ihr werdet merken, der Weg zum Pilot, zum Passagier ist voll da. Und wenn ihr das schon drauf habt, auch super, dann können wir ins nächste Kapitel gehen.